Du veranstaltest ein Event oder bist auf einer Messe aktiv, zum Beispiel in Düsseldorf, und suchst jetzt nach kreativen Lösungen und Ansätzen, die du auch vielleicht für dein Unternehmen umsetzen kannst, und du überlegst sogar vielleicht in ein Video zu investieren. Ich möchte dir heute in diesem Video einmal drei verschiedene Ansätze vorstellen. Das sind alles drei Dinge, die wir hier selber bei Kreativfilm umsetzen. Einerseits natürlich, um unseren Kunden, unseren Messekunden, aber auch Eventveranstaltern einen gewissen Mehrwert zu bieten. Andererseits sind das aber auch alles erprobte Formate, die vor, aber auch während der Corona-Pandemie funktioniert haben. Ja, und beginnen möchte ich mit dem ersten Format. Das erste Format ist schon sehr, sehr spannend, denn dafür hat die Messe und die Veranstaltung noch gar nicht stattgefunden. Und zwar ist es das Einladungsvideo. Ich hatte gerade diese Woche einen sehr interessanten Call mit einer Kundin, und die hat auch überlegt, sich passend zu ihrem Messeauftritt im Vorfeld schon ein Einladungsvideo zu produzieren. Wie läuft sowas ab? Es gibt bei dem Einladungsvideo zwei verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist, dass wir ein Animationsvideo produzieren. Das heißt, ein Video, das am Computer entsteht, sage ich mal. Und da ist der Vorteil, dass man halt eben nicht ins Unternehmen fahren muss und da die Aufwände sehr, sehr gering sind. Wir können das zum Beispiel in englischer und deutscher Sprache produzieren. Großer Vorteil auch zum Beispiel, um internationale Kunden zu erreichen. Ja, und das ist ein Video mit viel Typografie, mit vielleicht auch Material aus den letzten Jahren von den Messen. Ein großer Vorteil für dich ist als Aussteller oder auch als Eventveranstalter, dass wir ein großes Portfolio von Material bereits haben. Das heißt, wir können aus diesem Portfolio ein Einladungsvideo selber erstellen. Stell dir das einfach so vor, dass du dich darauf vorbereitest, dass du dich freust auf diese Messe und deine Kunden einlädst. Variante 2 an der Stelle wäre das persönliche Einladungsvideo. Also ich habe zum Beispiel diese Woche auch ein Einladungsvideo gemacht, dass wir auf der Messe Düsseldorf im Mai sind, als Kamerateam, als Videoproduktion. Und so ein Video können wir auch für dich produzieren. Das sieht wie folgt aus. Man kann so ein Video mit einem Teleprompter produzieren oder halt frei in die Kamera. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Aufwände sind zwischen 1 und 2 Stunden in deinem Unternehmen. Und du erzählst dir oder überlegst dir genau, was du in dem Video sagen möchtest. Was sind die Benefits? Was stellst du an der Messe vor? Auf was freut sich derjenige? Denn um was geht es im Jahr 2023? Es geht in erster Linie wieder, die Leute zusammenzubringen, live auf Veranstaltungen sich zu treffen. Die Leute wollen heute gar nicht mehr lange in einem Zoom-Call verbringen. Die wollen halt sich vor Ort treffen und möchten dich da kennenlernen. Vielleicht ist es auch so, dass du dieses Video, und das ist auch sehr, sehr schön, viele Kunden nutzen es für ihre Stammkunden, so einsetzt, dass du dieses Video später in einem Newsletter zum Beispiel an deine Stammkunden verschickst. Die haben jetzt halt noch überlegt, naja, lohnt sich dieser Weg jetzt dahin, dieses Video, also diese Messe zu besuchen? Und mit diesem Video wird sozusagen so ein bisschen das Eis gebrochen. Also ich finde, Video ist viel einfacher. Man guckt sich halt schnell mal ein 60-sekündiges Einladungsvideo ein, als sich einen langen Flyer durchzulesen oder halt so ein Newsletter durchzugehen. Und das Video kann Teil eines Newsletters sein, das kann aber auch zum Beispiel Teil einer Social-Media-Kampagne sein. Also da haben wir die entsprechenden Lösungen schon für dich. Schau gerne mal hier unter diesem Video, werde ich dir auch nochmal einen Link setzen, wo du dich nochmal ein bisschen näher mit dieser Sache auseinandersetzen kannst. Oder du rufst uns direkt an, und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dir schon mal was vorzuschlagen. Als nächsten Punkt, den ich dir gerne als Impuls mitgeben möchte, ist das Thema Geschwindigkeit. Also wir finden als Filmmacher, dass es einfach so ist, wenn man auf einem Event oder auf einer Messe ist, egal ob es jetzt bei uns ist in der Nähe oder generell, ist es natürlich wichtig, relativ schnell diese Sachen zu publizieren. Warum ist das so? Also wenn wir zum Beispiel im Social Media sind, gucken wir eigentlich tagesaktuell danach, unsere Leute, unsere Community zu bespielen. Und wir haben hier bei Kreativfilm die Möglichkeit geschaffen, dir für alle verschiedenen Kanäle noch am selben Tag die entsprechenden Clips zu geben. Also nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel, du hast einige Kunden oder einige Leute in deiner Zielgruppe, die nicht auf die Messe kommen können. Die wissen das auch im Vorfeld schon. Dann kann man natürlich überlegen, wo sind diese Leute, in welchem Kanal sind die, zum Beispiel bei LinkedIn oder YouTube oder Instagram. Und dann können wir am Tag der Veranstaltung Material produzieren, um das dann sozusagen den Leuten zugänglich zu machen. Also wir könnten jetzt einfach sagen, dass man die ganzen Postings da liefert. Wie viele Postings sind das? Was sind das für Postings? Das können Postings sein in Längen von 15 bis 30, 45 Sekunden. Hatten wir letztes Jahr sehr, sehr oft. Da hatten wir noch viele Leute, die nicht auf die Veranstaltung gekommen sind und dann halt sich das zu Hause angeschaut haben. In diesen Videos kannst du auch nochmal eine Call to Action zu deinem Angebot setzen. Egal, ob du eine Maschine, ob du eine Dienstleistung verkaufst. Es geht darum, Impulse zu setzen bei deiner Zielgruppe, oft in Erscheinung zu treten. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den längeren Film, und das wäre auch das, was ich nochmal als zweites Beispiel an der Stelle dir mitgeben möchte, vielleicht am Ende des Tages der Veranstaltung, egal ob es eine Messe oder ein Event ist, als Aftermovie zu produzieren. Und das sind dann wirklich emotionale, schnelle Bilder. Das sind tolle Bilder von der Messe, von der Veranstaltung, nochmal zusammengefasst. Am Ende auch wieder vielleicht mit einem Hinweis, entweder auf die nächste Veranstaltung
oder halt eben wieder mit der entsprechenden Call to Action. Call to Action ist deswegen so wichtig, weil du eine spezielle Handlungsaufforderung für den Zuschauer brauchst. Die Leute haben heutzutage sehr vieles in ihrem Stream, in ihrem Feed und da ist es wichtig, demjenigen auf eine Sache hinzuweisen. Zum Beispiel, gehe jetzt auf diese Seite und trag dich ein. Oder zum Beispiel, die nächste Veranstaltung findet dann und dann statt. Wie sieht das aus? Würden wir uns da vielleicht treffen? Das sind so Sachen, die wir auch haben. Wir haben das hier in unserem Film, bei Kreativfilm, auf YouTube auch so. Du wirst immer von mir eine Call to Action kennenlernen in den Videos. Und das ist auch das, was wir sozusagen mit berücksichtigen. Das heißt, egal ob es jetzt die tagesaktuellen Social Media Clips sind, ob es ein Aftermovie ist, das ist eine wunderbare Gelegenheit, eine Messe oder ein Event dafür zu nutzen, ja, dich sichtbar zu machen mit deinem Unternehmen, mit Videos. Den letzten Punkt, den ich dir in diesem Video vorstellen möchte, ist mal darüber nachzudenken, die Messe oder das Event in Düsseldorf zum Beispiel dafür zu nutzen, einen Imagefilm zu produzieren. Es ist einfach so, viele Unternehmen warten auf den richtigen Zeitpunkt und überlegen sich, naja, ist heute schon die richtige Gelegenheit, einen Imagefilm zu produzieren. Meiner Meinung nach gibt es diesen Punkt gar nicht. Also Montagmorgen 8 Uhr darauf irgendwas zu warten, dass da was passiert, ist natürlich Quatsch. Und es wird sich auch keiner im Unternehmen auf einmal die Kapazität sozusagen nehmen, die Zeit nehmen, so einen Imagefilm zu produzieren. Eine Messe findet an einem gewissen Zeitraum statt. In diesem Zeitraum gibt es ganz viele Gelegenheiten, unheimlich viele. Volle Messestände, die wichtigsten Kunden sind da, die wichtigsten Mitarbeiter sind da, alle Führungskräfte kommen mal zusammen. Wie toll ist das denn? Und auf so einer Messe können wir jetzt zum Beispiel in verschiedenen Formaten rangehen. Also wir können zum Beispiel sagen, wir holen uns die wichtigsten Leitfiguren aus dem Unternehmen, die wichtigsten Kunden vor die Kamera für ein Interview. Das ist so das Klassische, was man machen kann. Wir haben uns aber noch was anderes überlegt. Wir haben uns überlegt, jetzt auch speziell für die Messen, aber auch für die Veranstalter, die hier rund um Düsseldorf, ich sag mal Rhein-Kreis Neuss produzieren wollen, möchten wir mit speziellen Moderationen sozusagen das nochmal aufwerten. Das heißt, stell dir einfach jemanden vor, der unabhängig von der Firma ist, der nicht unbedingt im Video zu sehen ist, aber der sich an dem Tag diese ganzen Stimmen halt reinholt. Für dich eine super Zeitentlastung. Man erarbeitet ungefähr eine Stunde lang vorher ein Skript. Ja, das wird dann abgestimmt und der Rest wird dann im Schnitt sozusagen gemacht. Also auch nochmal da der Vorteil, eine wirkliche Zeitersparnis. Also da kann keiner mehr sagen, ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Veranstaltung, also muss die organisieren und habe jetzt nicht tagelang Zeit, mich mit was zu beschäftigen. Die Beschäftigung liegt dabei, ins Handeln zu kommen und eine Entscheidung zu treffen. Und genau das würde ich dich jetzt auch, das wäre meine Call to Action heute. Also das ist ein wunderbares Beispiel für dich eigentlich, wie du eine Call to Action setzen kannst, indem ich jetzt einfach sage, du wirst hier unter diesem Video einen Link finden. Unter diesem Link findest du erstmal nochmal mehr Beispiele, Referenzen von uns, wie sowas umzusetzen ist. Und dann ist es natürlich deine Aufgabe, mal mit uns in Kontakt zu treten. Das ist ganz einfach, im persönlichen Gespräch, in einem kurzen Call lässt sich das sehr, sehr einfach klären. Also entweder buchst du dir einen Termin bei uns auf kreativfilm.tv, einfach bei Google schauen oder den Link hier unter diesem Video anklicken und dann freue ich mich, dass wir uns demnächst dort einmal persönlich treffen. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis dann.